Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Ihr seht ja schon im Titel, ich suche dich oder euch, je nachdem wie man sieht. Ich möchte das Team von German Gaming ein bisschen vergrößern, also momentan mache ich ja alles alleine. Und ja, da ich so oft streame, habe ich auch nicht mehr so viel Zeit für YouTube und andere Sachen, die man für YouTube so machen muss. Und deswegen suche ich noch ein paar Leute, die vielleicht Bock hätten, wo geht's da lang, die noch Bock hätten, vielleicht mit ins Team einzusteigen. So, oh, da seht ihr, schon Traitor, nice, Digga. So, jetzt haben wir ja schon mal alles, was wir brauchen, aber zack. Und man kann sich jetzt für 3 verschiedene Sachen bewerben oder für mehreres, je nachdem. Alter, ich war hier noch nie, ne? Zu neugierig, nein, da will ich... Nee, da gehe ich jetzt nicht rein, mach ich in der nächsten Runde. Ich habe keine Lust jetzt zu sterben als Traitor. Wo komme ich denn hier wieder raus, Mann? Ich bin... Oh, Leonie ist noch gut. Man kann sich als 3 verschiedene Sachen bewerben oder halt mehreres, wenn man mehreres kann. So, weg mit dir. Jawohl, Alter, geschafft, Mann. Man kann sich also so mal kurz konzentrieren hier. Oh fuck, Mann. Na komm, stirb dir noch. Na, schick dir nicht. Okay, also man kann sich aus 3 verschiedenen Sachen bewerben. Einmal als Designer so für Thumbnails, dann als Cutter für so Best-ofs. Also da muss man schon einige Effekt-Skills haben und so. Ja, komm schon, fuck, echt. Ah, fuck, ganz knapp. Oder halt als ganz normaler Videoproduzent. Das heißt, ihr macht ganz normale Videos, die halt dann auf den Kanal German Gaming hochgeladen werden. Meinetwegen Tutorials, Gaming-Videos, jetzt keine Beauty-Tutorials, das würde, glaube ich, eher weniger passen. Sollte schon einen leichten Bezug zu Gaming oder Technik haben. Und darüber könnt ihr euch bewerben über den Link in der Videobeschreibung. Also in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Forum von d6.at. Da gibt es einen Beitrag von mir, wo ich schon mal reingeschrieben habe, was für die Bewerbung alles benötigt wird. Und da macht ihr dann einfach unter der Rubrik Team German Gaming Bewerbung, macht ihr halt ein neues Thema auf und schreibt da halt eure Bewerbung rein. Am besten so ausführlich wie möglich. Und ich habe auch nochmal beigeschrieben, bitte nicht einfach die Fragen, die da stehen, rauskopieren und stumpf beantworten. Sollte schon ein fließender Text sein. Umso besser eure Bewerbung ist, umso höher sind natürlich dementsprechend auch eure Chancen, angenommen zu werden, wenn ihr denn Bock auf die ganze Sache habt. Seid euch aber auch bitte bewusst, dass ihr nach einer Probezeit Adminrechte auf den Kanal German Gaming bekommt. Das bedeutet auch, dass wir einen Vertrag aufsetzen werden, beziehungsweise ihr einen Vertrag unterschreiben müsst. Je nachdem, wie alt ihr seid, müssten es dann eure Eltern unterschreiben. Das dient einfach zur Absicherung, weil mit Adminrechte auf dem Channel kann man schon viel Scheiße machen. Und um das halt zu unterbinden, dient dieser Vertrag. Den werde ich euch dann zuschicken. Den könnt ihr dann durchlesen, etc. pp. Und dann müsst ihr mir den unterschrieben zurückschicken, wenn ihr die Probezeit denn übersteht. So. RIP. Mal kurz konzentrieren hier wieder. Ist immer so blöd. Ich habe zuerst gedacht, ich mache einfach mal Gameplay, leg das einfach drunter und erzähl dann darüber. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir machen das einfach live. Das ist doch deutlich besser. Macht mir mehr Spaß. Ist auch weniger Arbeit, würde ich jetzt nicht sagen. Weil es ist ja im Endeffekt genau das gleiche, aber ja gut. So, komm, lass mich Traitor sein. Please. Na, Innocent, schade. So, gehen wir mal schnell zum Test darüber. Ich habe Angst, dass der hinter mich jetzt schlägt. Hey, wo ist der Tester? Halt. Wo ist der Tester hier? Bin ich gerade dämlich? Oh shit, die schlagen sich. Ich will weg hier. Wo ist denn dieser verdammte Tester, Mann? Da. Oh gut. Falsche Richtung gelaufen. Okay, gut. So, also über den Link in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch anmelden in dem Forum. Ja, lol, GG. Du hast einen Traitor getötet, nice. Okay, also ihr müsst euch in dem Forum anmelden, ihr könnt da sogar hinschreiben, wer euch empfohlen hat, könnt ihr einfach German Gaming hinschreiben. Und dann beschreibt ihr da eine Bewerbung möglichst ausführlich. Und natürlich auch hinschreiben, für was ihr euch bewerbt. Ne? Und Referenzen natürlich. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt so Designer, heißt so Thumbnails oder andere Designs machen, dann solltet ihr bei der Bewerbung auch Links einfügen zu Seiten, beziehungsweise von Bildern, die ihr schon so erstellt habt, damit man sich davon auch ein Bild machen kann. Genauso sieht's aus, wenn ihr jetzt so Best-of schneiden wollt, dann solltet ihr auch mal ein Video verlinken, was ihr gemacht habt, wo ihr halt krass geschnitten habt, sage ich mal.
Und wenn ihr normaler Videoproduzent werden wollt, also ganz normal Videos auf German Gaming hochladen, dann solltet ihr natürlich dann auch dementsprechend Videos von euch dran verlinken, um zu sehen, wie die Qualität ist und so weiter. Uah. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Möglichkeit für diejenigen, die vielleicht auch einen YouTube-Kanal haben, aber, sagen wir mal, nicht so viel Aufmerksamkeit genießen und da deswegen nicht so eine Lust mehr haben auf YouTube, sage ich mal, ne? Also ich bin jetzt nicht so der Fall, dass ich mir irgendwas mit Klicks oder so, wo ich denke, ja komm, ich scheiß da eigentlich drauf auf Klicks, aber es gibt ja viele, die sagen so, ah, shit, mein Video hat jetzt nur 10 Klicks, ne, macht keinen Spaß, YouTube zu machen, ne? Finde ich zwar ein bisschen schade, dass man so denkt, ne, aber für die ist natürlich jetzt die Möglichkeit, bei Team German Gaming so gesehen anzufangen, natürlich, dass die da deutlich mehr Klicks haben und deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, komm, wir starten die Runde, das ist die letzte Runde, die wir noch spielen, da fasse ich ja nochmal alles kurz zusammen und, genau, die Mindestalter muss ich ja noch, Mindestalter. Also ich führe kein prinzipielles Mindestalter ein, sage ich mal, ne. Es kommt halt immer auf die geistige Reife drauf an, ne? Also ein 14-Jähriger kann mehr geistige Reife haben als jetzt zum Beispiel der Chris von Dizex, der 19 ist, ne? No hate. Nee, aber nur als kleines Beispiel. Deswegen führe ich kein Mindestalter ein. Natürlich solltet ihr, je nachdem, also was ihr euch bewerbt, zum Beispiel Designer, finde ich das Alter eigentlich relativ egal, solange man halt gut ist, ne? Aber als Videoproduzent sollte man natürlich dann schon eine gewisse Qualität an den Tag legen, ne, dass man jetzt vielleicht nicht das 5-Euro-Headset von Teddy hat, ne. Man ist die Voraussetzung, dass kein krasses, super tolles Mikrofon, man sollte aber schon mindestens ein gutes Headset haben. Zack, zack, zack. Und, so, mein Lieblingsalter, sage ich mal so, so grob geschätzt, ist einfach um die 15, 16 Jahre. Da ist es in den meisten Fällen so, dass die geistige Reife dann schon vorhanden ist. Gibt natürlich dann auch wieder Ausnahmen. Gibt natürlich auch Ausnahmen, dass schon ein 14- oder 13-Jähriger mehr Reife hat als dann dementsprechend ein 16-Jähriger. Deswegen mache ich das nicht so mit dem Alter, weil ich will mir die Leute so angucken. Natürlich müsst ihr dann trotzdem das Alter bei der Bewerbung mitschreiben. Das muss ich natürlich auch später wissen für den Vertrag. Je nachdem, wie alt ihr seid, muss das nämlich dann dementsprechend ein Elternteil von euch oder beziehungsweise ein Erziehungsberechtigter unterschreiben, ne? Kann ja auch sein, dass ihr jetzt nicht bei euren Eltern wohnt, ne? Gibt's ja auch. Also ein Erziehungsberechtigter müsste das dann unterschreiben. Ihr könnt auch gerne Fragen dazu, wenn ihr noch Fragen habt, bevor ihr die Bewerbung schreibt, könnt ihr gerne auch in dem Forum schreiben unter der Rubrik Bewerbung Team German Gaming. Da könnt ihr natürlich dann dementsprechend auch Fragen stellen, die ich dann beantworten werde, damit ihr dann halt später die Bewerbung schreiben könnt, wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das oder das jetzt in die Bewerbung reinschreiben soll, ob das gut kommt oder nicht, könnt ihr natürlich vorher einen Thread aufmachen und fragen, ja, wie findest du das, wenn ich das und das reinschreibe und so weiter, ne? GG. Das könnt ihr natürlich machen. So, nochmal kurz zusammengefasst. Es werden Leute für Team German Gaming gesucht. Ihr könnt euch bewerben als Designer für Thumbnails etc., als Best-of-Schneider, das heißt eben für Videos, die halt krassen Schnittstil haben, ne, ein bisschen aufwendiger sind, oder als ganz normaler Videoproduzent. Die Bewerbung schickt ihr bitte im Forum dilex.at, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Um da zu schreiben, müsst ihr euch registrieren, das sollte natürlich klar sein. Dann schreibt ihr da eine Bewerbung, bitte nicht einfach die Fragen rauskopieren, sondern eine schöne schriftliche Bewerbung schreiben und natürlich Referenzen dabei packen, ne, damit ich auch sehe, ach, das könnt ihr, etc. pp. So. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie auch im Forum oder unten in den Kommentaren, ich werde das beantworten. Wie lange die Bewerbungsphase dauert, weiß ich jetzt so noch nicht. Ich mache das einfach spontan. Wenn ich da jetzt zum Beispiel jetzt zwei von den Bewerbungen sehe, ach Gas, geil, die sind gut, dann hole ich die ran und dann ist die Bewerbung zu Ende, sage ich mal, ne? Also ich mache jetzt nicht immer die Haare, jetzt ich warte erstmal bis so, ja komm, 100 Bewerbungen reinkommen, jetzt übertrieben gesagt. Ich sage einfach so, wenn da Bewerbungen reinkommen von Leuten, die ich cool finde, wo ich denke, yo, das könnte passen, und ich die dann ins Team nehme, dann beende ich die Bewerbungsphase. So einfach ist das, da setze ich mir kein Zeitlimit. Deswegen, wenn du jetzt denkst, oh, du bist richtig gut, besser als die anderen, dann kannst du dir auch meinetwegen 2, 3, 4 Tage Zeit lassen, bevor du die Bewerbung schreibst, wenn du dir so sicher bist, dass du angenommen wirst. Natürlich ist die Chance etwas höher, umso schneller ihr die Bewerbung schreibt. Schreib sie aber bitte ordentlich. So, geht zum Forum. Link ist unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ganz oben in der Videobeschreibung. Ich sehe euch dann im Forum oder halt im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein und viel Glück bei eurer Bewerbung.